Hallo, ich stelle Ihnen heute das neueste Produkt aus der AgenaTrader Software Schmiede vor, die AgenaTrader Notifier App. Ich verwende dazu ein ganz normales Android Smartphone. Und seit kurzem ist die App im Google Play Store erhältlich und kann ausschließlich für Android Smartphones downgeloadet werden. Was kann die App? Wenn Sie eine Basic oder Dometer Version von AgenaTrader besitzen, dann haben Sie die Möglichkeit, die App mit der Software zu verbinden. Das funktioniert aber auch mit der 30-Tage-Demo-Version von Andromeda, die Sie testen können. Und dazu gibt es einen Token, den Sie über die App erhalten und damit die Verbindung mit der Software aufbauen. Was erhalten Sie mit dieser Verbindung? Sie werden am Laufe gehalten über die wirklich wesentlichen Statusbenachrichtigungen, die es in der Software gibt. Unter anderem über Ihre Trading-Signale, die der Scanner für Sie findet, welche Orders beim Broker ausgeführt werden, egal ob Einstieg, Target oder Stop, den aktuellen Verbindungsstatus, sind Sie weiterhin mit Broker oder Datenfeed verbunden oder hat es einen Disconnect gegeben. Sie können also beruhigt mit dieser App den Trading-PC verlassen und sich die wesentlichen Informationen direkt mit Ihrem Smartphone in der Hosentasche mitnehmen. Und das Ganze funktioniert so, man öffnet einfach mit seinem Smartphone den Google Play Store und sucht nach AgenaTrader Notifier. Ich werde das hier einfach mal kurz vorführen. So, Google Play Store, wie Sie ihn alle kennen. AgenaTrader Notifier App habe ich schon vorgeschlagen. Sie sehen hier auch schon das richtige Icon. Einfach auf Installieren klicken und es wird wahrscheinlich ein paar Sekunden dauern, bis es ganz installiert ist. 3 ganze Megabyte, also ist alles sehr schlank und klein gehalten. So, das Ding öffnet, ein nettes Logo hier dabei und mit dem Button hier rechts oben sehen Sie dann sofort den Service Token, den Sie verbinden können. Der Token selbst ist ein Lizenzschlüssel mit Buchstaben, Zahlen und einem Sonderzeichen. Sie müssen den langen Token aber nicht abtippen und in die Software bringen, sondern können einfach die E-Mail-Funktion nutzen. Ich werde mir das Ganze jetzt auf mein privates E-Mail-Konto senden lassen, um eben als nächstes das Ganze, also diesen Token dann in den Konfigurationen, also im Konfigurations-Escort, im Bereich Alarme gibt es eine neue Kategorie Notifier. Hier einfach Android auswählen. Es gibt derzeit ohnehin nur eine Option dazu. Die E-Mail öffnen und per Copy-Paste das Ganze in die Software bringen. Kurz Apply geklickt und schon können wir den nächsten Step angehen. Und dazu einfach wieder unter den Alarmen die Option generell auswählen und dort alle Mobile-Funktionen mal aktivieren unter Preisalarme, Zeitalarme, Indikatoren und Disconnect, Connect-Status. Als letztes gibt es noch eine Checkbox Send Mobile Notification on Order Execution. Damit werden Sie auch informiert, wenn eben Ausführungen beim Broker passieren. Eine weitere Option gibt es noch, die Sie aber vielleicht schon kennen im Setup Escort. Die App geschickt werden sollen. Einfach den Setup-Escort öffnen, die gewünschte Session auswählen und im Reiter Parameter dann unter den Einstieg-Escorts das Signal wählen und Sie werden dann auch wieder eine Funktion finden, die sich Send Signal Mobile Notification nennt. Die setzen wir auf True, also ist wahr. Und wenn wir das gemacht haben, wird jedes Mal, wenn dieses Signal im Scanner ausgegeben wird, eine Benachrichtigung an Ihre App gesendet. Und das Ganze war es im Prinzip schon, wie die Mobile App funktioniert. Sie haben noch ein paar ganz nette Einstellungen in der App bezüglich der Benachrichtigungen selbst. Wollen Sie überhaupt per Sound und Vibration benachrichtigt werden oder nicht? Sie können da unterschiedliche Einstellungen wählen, das sind Standardeinstellungen, die das Telefon sowieso auch anbietet und bekommen dann eine nette Oberfläche, können das Ganze aktualisieren und sind immer und überall informiert über Ihre AgenaTrader-Plattform. Danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Tag.